Hallo meine lieben Heimwerkerinnen und Heimwerker, ich begrüße euch zur neuen Ingos Infos 10 2019. Heute habe ich so einige Dinge auf dem Zettel, wie unter anderem die letzten Projekte, die ja online gegangen sind. Dann habe ich zwischendurch noch ein Projekt hier in der Werkstatt gehabt, wo ich gesagt habe, da kann ich kein Video für hochladen, das lohnt nicht, das hauen wir in Ingos Infos rein. Und das Ganze ist gleich zweimal passiert. Also es gibt so kleine Sequenzen, die ich hier gleich noch einspielen werde, für den einen oder anderen lohnenswert. Mehr verrate ich noch nicht, geht dann gleich weiter. Dann habe ich die nächsten Projekte und noch ein bisschen hier was und ein bisschen da was. Aber mehr nach dem neuen Intro. Ich möchte versuchen, Ingos Infos heute mal ein bisschen kürzer zu halten, weil ich ja noch, wie eben schon erwähnt, zwei kleine Einspieler habe und die nehmen auch schon ein bisschen Zeit in Anspruch. Und deshalb will ich mal ganz kurz auf die letzten Videos eingehen. Da war es unter anderem der Schlemmertopf, meine Tankstelle. Das ist ja auch bei vielen gut angekommen. Es gab aber hinsichtlich der Stelen bzw. dieser Schlemmertopf oder der Tankstelle keine großen Fragen, außer eben halt der Hinweis, dass das A bei der Tankstelle sehr komisch aussieht. Und da gebe ich im Nachhinein recht, aber das liegt einfach an diesem Schriftfont, den ich da verwendet habe. Und der ist zum Aussägen einfach nur Panne. Also im Nachhinein muss ich sagen, ja, das A, das sieht wirklich blöd aus. Das ist mir aber selber beim Bau nicht aufgefallen. Dann habe ich das leuchtende Herz hochgeladen mit dem Batteriefach. Das Herz ist bei meinen Schwiegereltern sehr gut angekommen. Und es gab auch rege Kommentare unter dem Herz, was man da noch alles machen kann. Wir haben es jetzt einfach nackt gelassen, nicht weiter gebrandmalt etc., sondern ganz schlicht, so wie es eben halt in Buche so gebaut war, und das hat meinen Schwiegereltern besser gefallen. Das Video mit der Design-Wandleuchte für Kids, Miraculous, das ist natürlich etwas für die jüngere Generation, die fahren da momentan voll drauf ab, beziehungsweise meine Tochter. Ich möchte momentan nichts anderes gucken. Ich kann mich noch erinnern an der Zeit von Bugs Bunny. Gut, läuft immer noch im Fernsehen, aber scheint nicht mehr so der Hype zu sein. Mittlerweile sind das andere Serien. Bei diesem Projekt war es halt so, dass ich das mit dem Epoxid ja immer wieder versucht habe und wissen wollte, wie kriegt man das besser, noch besser hin. Und das Problem ist eben halt bei dem Holz, es ist sehr saugstark, was ich verwendet habe, und es steigen immer wieder Luftbläschen auf, und das war halt das große Problem. Der ein oder andere hatte kommentiert, dass es gar nicht so schlimm ist und sogar noch einen guten Effekt noch mit sich bringt. Ja, daraufhin kam dann das Video, ein kleines Regal für das Kinderzimmer, auch im Miraculous Design. Da habe ich nämlich die Schablone weiterverwendet, die ich da erstellt habe, und mir gefällt das ganz gut. Und auch dort kamen einige Fragen auf, beziehungsweise eine Frage auf, warum ich da keine Magnete verwendet habe. Ganz einfach, wenn ich etwas mit Magnete anbringe, kann man es auch wieder abmachen. Und das war in dem Fall nicht gewollt. Ich wollte, dass es dauerhaft fest ist, vor allen Dingen, weil der Rahmen, der da oben zu ist, dann auch einfach so abzunehmen wäre. Und das war nicht so der Sinn der Sache. Jetzt muss ich mal eben kurz vorgreifen, weil heute haben wir Freitag. Und Sonntag geht das Video meiner Frau online. Brandmalprojekte meiner Frau. Das ist ja das neue Format, was ich mir überlegt habe, was in gewissen Abständen mal kommt. Und da zeige ich euch dann die Projekte, die meine Frau angefertigt hat mit ihrer Brandmalstation. Und ich sage jetzt so viel, ich habe noch keine Ahnung, was ihr drunter gepostet habt. Denn dieses Video, heute ist Dienstag, für euch habe ich jetzt am Freitag vorgedreht, denn dieses Video muss ich noch schneiden, und da kann auch einiges schief gehen. Dann kommen wir zu dem Projekt, was ich ja eben schon erwähnt habe. Ich habe was für die Kleinen gebaut und da habe ich so einen Einspieler vorbereitet. Schauen wir uns den nochmal gemeinsam an. Wie das denn immer so ist, man baut das ganze Jahr über in der Werkstatt irgendwas und irgendwann kommt dann so der Gedanke, du könntest ja auch mal was für die Kleinen machen, ne? Für die ganz Kleinen. Für die, die im Winter absolut so ein paar Probleme haben, Futter zu finden. Aber
ja, hier in der nördlichen Region eigentlich weniger das Problem, mehr so weiter südlich. Da haben die richtig Probleme, Futter zu finden, wobei eigentlich bei uns auch. Ja, also wir haben auch so das Problem, dass so die kleinen Nager auch so ein bisschen Schwierigkeiten haben, gewisses Futter zu finden. Und von daher habe ich mir überlegt, baust du mal was. Ich habe jetzt hier was für die kleinen Kumpels hier gebaut, die aber meinen Schwiegereltern so ab und zu dadurch die Gegend wetzen. Das ist ein Eichhörnchen-Futterhäuschen aus Resten, wie man sieht, aus Siebdruck. Die Kanten habe ich geölt. Das Scharnier habe ich noch mal eben ein bisschen versiegelt, sodass er nicht gleich anfängt zu rosten. Hier ist eine Tropfkante, das heißt, wenn es regnet, tropft es hier drauf, tropft dann darunter und tropft dann hier und weg. Im günstigsten Fall. Ja, ob das jetzt so positiv ist, dass das hier ganz glatt ist, das werden wir mal schauen. Von der Sache her müsste das von der Funktion für diese Eichhörnchen ganz simpel sein. Wir haben hier einen ziemlichen Spalt unter. Ich versuche das mal ein bisschen anzuheben hier. Also hier können sie dazwischen greifen, den Deckel so ein bisschen anheben und dann kommen sie halt an ihr Futter ran. Die Klappe ist jetzt nicht so, dass sie dermaßen schwer ist, sondern ich habe eine leichte, ein leichtes Brett genommen dafür, weil sich den Kopf zu stoßen, das scheint als Eichhörnchen auch nicht so dolle zu sein. Und von der Sache her, es lässt sich sehr leicht anheben, aber bleibt nur in einer Position stehen, und das ist in dieser Position, sprich ungefähr bei 80 Grad, aber soweit machen die auch nicht den Deckel auf. Das ist eigentlich mehr dafür gedacht, um das Teil zu befüllen. Und dafür nehme ich jetzt ganz normales Eichhörnchenfutter. Wer hat, kann natürlich auch anderes nehmen. Ich habe jetzt das hier genommen. Und vom Befüllen ist ganz einfach. Tüte rein und fertig. Zum Reinigen ist das halt so. Irgendwann verdrecken die auch, ist klar. Einfach die Scheiben rausziehen und eben sauber machen. So. Ich werde das jetzt noch nicht befüllen, wenn es bei meinen Schwiegereltern aufgehangen ist, und ich hoffe, wir können dann noch mal ein paar Bilder machen davon, wenn sich da die Eichhörnchen ihr Futter rausholen. Ich bin gespannt, ob die da überhaupt beigehen. Ich halte euch da auf dem Laufenden. An dem Tag, wo ich dieses Futterhäuschen für die Eichhörnchen bei meiner Schwiegermutter abgegeben habe, hat sie mir eine Lampe mitgegeben, die ja eine Macke hatte. Und darüber habe ich auch noch mal ein Video gemacht. Und wie ich das Problem mit dieser Lampe gelöst habe, das seht ihr jetzt. Ich war gestern bei meinen Schwiegereltern und da hat mir meine Schwiegermutter eine Lampe gezeigt, wo sie momentan Probleme mit hat. Und was für ein Problem das ist, das zeige ich euch jetzt. Es geht hierbei um diese Lampe. Das ist eine Lampe mit so einem Bedienfeld zum Drauftatschen. Man tatscht drauf und dann schaltet sich die Lampe ein. Man kann die dann auch noch dimmen. Und jetzt war halt das Problem, nach 2 Jahren ist die Birne durchgebrannt und dann haben die eine neue genommen, die auch zu dieser Lampe gehört. Diese verbaut, Stecker in die Steckdose, die Lampe sollte an und nach kurzer Zeit ist da auch die Birne durchgebrannt. Das hat sie mir ja gestern erzählt und jetzt bin ich hier in meiner Werkstatt und gucke mir das ganze Phänomen mal an. Das ist eine Glaskuppel und hier ist jetzt die Lampe. Die Birne ist eine Birne für Backofen E14 Sockel, ist von Philips, hat 15 Watt, ist für 230 bis 240 Volt und die ist durchgebrannt. An der Fassung so ist nichts zu sehen. Jetzt habe ich da mal dran geschnuppert und habe gedacht, jetzt machst du mal die Kamera an. Und ich mache den jetzt mal unten hier auf. Dazu brauche ich mal eben kurz einen Schraubendreher. So, Sockel ist auf. Und was ich hier schon mal erschreckenderweise sehe, ist, hier ist was verschmort. Ich versuche da mal mit näher ranzukommen, dass was verschmort ist. Das riecht auch nicht so wirklich gut. Und das ist mir aufgefallen, als ich die Lampe hochgenommen habe, um mal drunter zu gucken, was da eigentlich draufsteht. Ich halte jetzt mal die Adresse zu. Eine E14, maximal mit 40 Watt.
und halt, wann die Lampe gebaut wurde. Produktionsmonat und Jahr. Ja. Und diese Lampe, die hat jetzt ein Bauteil. Ich denke mal, dass das hier dieser Dimmer ist. Ja, und der ist komplett durchgeschmort. Und somit kann diese Lampe auch nicht mehr so in den Einsatz genommen werden. Finde ich ja, ich persönlich finde das schade. Aber ich denke mal, dass man so ein Bauteil nicht mal eben bekommt. Ich versuche das mal zu zerlegen. Und dann schauen wir mal. Das ist irgendwie zusammengepresst. Und die Kabel müssen da ja irgendwie rein. Mich würde jetzt mal interessieren, was da genau verschmort ist. Und warum eine Diode durchgebrannt? Ich versuche das mal. Also hier ist eine Diode durchgebrannt. Der Transistor ist auch durchgeschmort. Ich werde jetzt einfach mal mit dem 14er Ringschlüssel die ganze Elektronik hier ausbauen. Und dann überlege ich mir mal was, weil diese Lampe jetzt wegzuschmeißen, finde ich ziemlich stumpfsinnig. Und ein Bauteil jetzt dazu bestellen, ist immer die Frage, ja, wo kriegt man es jetzt genau her und so weiter und so weiter. Von daher, ich will jetzt einfach mal eben gucken, wie ich aus dem Ganzen eine Lampe baue, die man noch verwenden kann. So, jetzt haben wir das da mal reingetüdelt. Nochmal ein paar Batterien. Das hat er schon mal was, oder? So, ich melde mich sofort zurück. Was haben wir jetzt vor? Ich hatte das ja eben ausprobiert mit der bunten Lichterkette und ich dies in meiner Schwiegermutter per Bild zukommen lassen habe, hat sie gemeint, na, in warm weiß würde es ihr besser gefallen. Ja, kein Problem. Das ist jetzt ein ganz herkömmlicher Batteriekasten. Den werde ich dann so verbauen, dass man ihn jederzeit wieder rausnehmen kann, halt die Batterien zu wechseln. Die Frage ist nur, mache ich das Loch hier zu? Kommt hier ein Schalter rein? Oder lasse ich es so? Ich habe jetzt hier ein 8 mm Loch hineingebohrt, so dass ich nachher den LED oder diesen LED-Draht hier durchführen kann. Den muss ich dann noch hier drinnen ein wenig verlegen. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich es mache, damit das auch gut zur Geltung kommt. Ja, aber das ist jetzt erstmal der Plan. Wir das Ding jetzt einfach nur da reinlegen. Ja, kann man es auch so lassen. Die Lampe ist jetzt mittlerweile funktionstüchtig. Zu dem Bauteil hier nochmal. Ja, jetzt so ein Bauteil nachbestellen ist recht schwierig. Und ich denke mal, dass die auch gar nicht mehr hergestellt wird. 2016, wir haben jetzt 2019, 3 Jahre, da kann sich viel verändern. Von daher, ich bin mir da auch nicht sicher, aber ich kann schon mal sagen, wir sind hier jetzt zum Ende. Was habe ich gemacht?
Ich habe die Batteriebox jetzt hier eingeklebt und so eingeklebt, dass ich aber jederzeit den Deckel herunternehmen kann, die Batterie rausnehmen kann und nach dem Batteriedeckel aufsetzen kann man dann auch wieder den Schalter betätigen. Einfach einschalten und wieder draufstellen. So. Warum ich jetzt diese Platte als Lösung genommen habe, ist ganz einfach, weil hier ist eine scharfe Kante und damit würde man Möbel verkratzen. Von daher habe ich jetzt diese Variante gewählt. Einfach das Teil hier auf den Unterteil draufstecken. Von der unteren Seite haben wir dann ein bisschen Filz, noch das Original, was an der Lampe dran war. Und somit steht das dann auch stabil. Das ist jetzt die reparierte Lampe. Ich finde, die macht wirklich noch einen guten Eindruck. Ich hoffe, meine Schwiegermutter freut sich da wieder drüber, dass sie wieder ihre Lampe zurückbekommt. Das war's jetzt von mir. Weiter geht's mit dem nächsten Thema. Und dann habe ich einen Brief bekommen von den Marco. Der Marco, sprich MP Woodworking, hat mir seinen Sticker zugeschickt. Marco, ich danke dir dafür. Ich werde unten in der Videobeschreibung sein Instagram-Konto verlinken und hier oben links, für euch rechts gesehen jetzt, den Kanal, seinen YouTube-Kanal. Und hier oben rechts, links, hier oben links, seinen YouTube-Kanal. Für euch ist das oben immer rechts. Aber hier ist für mich links, weil links. Für euch ist rechts. Jetzt habe ich mal eine Bitte an alle Abonnenten. An alle, die mein Video hier geklickt haben. Wirklich, das liegt mir sehr am Herzen. Geht doch mal bitte auf diesen Link hier oben und lasst ein Abo da. Damit würdet ihr mir eine große Freude machen. Denn der Hans-Joachim Dickle, der hat das wirklich verdient. Der hat ein sehr schweres Los zu tragen und ich bin der Meinung, sein Kanal, den muss ich unterstützen. Auch wenn ich nicht so viele Abonnenten habe, aber vielleicht hat der eine oder andere diesen Kanal noch nicht in seiner Abo-Liste und es würde mir wirklich viel bedeuten, wenn ihr den Kanal abonniert. Das nächste Thema ist die nächsten Projekte, die jetzt online gehen. Das sind Projekte für den Außenbereich. Und zwar, eins ist jetzt mehr so was für die Dekoration und das andere ist etwas für die Tierliebhaber unter euch. Kann man für Hunde und auch für Katzen, kann man für Hasen und auch für andere Kleintiere verwenden. Und was es genau ist, das seht ihr dann am Wochenende. Das war's dann jetzt erstmal. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, bitte unten in die Kommentare rein. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, kann gerne ein kostenloses Abo da lassen und beim Aktivieren der Glocke. Da werdet ihr dann rechtzeitig informiert, wenn ein neues Projekt oder halt Ingos Infos online gegangen sind. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag darüber. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.